Sind hier irgendwo Frostpilze? Dann könnte ich die noch einsammeln eben. Nein, sind hier nicht. Aber er ist hier. Und er hat offensichtlich keine Lust, auf ein entspanntes Willkommen. Wir brennen zu viel. Wir müssen hier eigentlich mal diesen Effekt irgendwie finden. Welcher auf der Rüstung vom Demonjo ist. Weil wenn wir die tragen, haben wir ja das Glück, die könnte gegen den auch gut sein. Ich habe mich genau reingerannt, eigentlich genau reingerannt in die Attacke von ihm. Aber das war noch gut gerettet. Naja, Ohrstöpsel könnten gegen den auch gut sein, weil der schreit auch relativ oft. Dann kommt man nicht an ihm vor. Dann kommt man nicht um seinen. Ich weiß nicht, was rum. Okay, immerhin haut er wieder ab. Das ist gut, dann können wir nämlich die Waffe scharf machen. Dann doch nochmal einen Kältetrank trinken. Hier noch einmal Frostpilze, weil ich habe gerade gesehen, er hat den Totenkopf, glaube ich, schon. Das ist gut, dann ist er nämlich von der Verteidigung wirklich nicht so stark wie der andere. Und wir können ganz in Ruhe bisschen, vielleicht ungefähr gleich viel leben oder so, weil es ist ja jetzt noch nicht mal eine halbe Stunde rum. Wir haben relativ lange das Menü geordnet. Acht. Ne, vier ist das. Was würde denn, würde das was bringen, wenn wir davon noch einen nehmen, einen uralten Trank? Wir haben gar keinen uralten Trank mehr, okay. Okay, und die würden uns nichts bringen, also gehe ich davon aus, der Rest auch nicht. Und dieses Gebiet wurde extra nur für ihn gemacht. Ist hier irgendwas? Ein Förderplatz ist hier. Ja, ist okay. Der Nährgigant hat auch ein eigenes Gebiet bekommen. Warum er dann nicht auch? Guten Morgen. Jetzt kannst du dich ein bisschen entspannen, bitte wieder. Ich hab dich ja nur begrüßt. Die Attacke setzt er gar nicht so oft ein. Ich weiß nicht, ob das so eine Attacke ist, die er. Oh, das ist auf jeden Fall neu. Und das ist wahrscheinlich die Besonderheit von diesem Gebiet und von seinem Endkampf. Definitiv. Aber finde ich gut. Okay, finde ich nicht gut. Weil es mir zu.
ist mir für den Anfang zu. Also ich finde eigentlich, ist es eine richtig gute Idee. Aber sie ist sehr. Wenn man das Gebiet nicht kennt, schirmt diese Attacke ihn echt gut ab. Nein, also beziehungsweise. Beziehungsweise dieser Tank ist halt nervig, weil man sie nicht immer sieht, zwangsläufig. Ich glaube. Er hat weniger Leben als der. Also beziehungsweise er hat. Eine deutlich, also hat ungefähr genauso viel Leben. Aber aufgrund der geringeren Abwehr. Oh oh. Ach, verdammt. Ist er tot? Ja. Das hatte auch mit. Ich habe nicht schnell genug hingewechselt, nichts zu tun. Das war einfach. Drücke auch mal die falsche Taste, das könnte man auch mal ändern. Aber dann kann ich wieder essen. An den muss man sich erst gewöhnen. Also ich muss sagen, ich finde, wir sind jetzt gerade im aktuellen Kampf überraschend gut dafür, dass ich den ja, das erste Mal richtig bekämpfe. Das erste Mal sage ich jetzt mal, da bin ich ja mit dem Menü echt am Struggeln gewesen. Das zählt jetzt mal nicht so ganz. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich seine Kampfmuster in Fülle und Gänze sehe. Und ich muss sagen, der Kampf an sich gefällt mir gut. Auch wenn ich es sehr schade finde, dass er sehr ähnlich dem Kusala da Daora ist. Das hätte nicht sein müssen. So, und jetzt, weil es der letzte Leben ist, wechseln wir mal auf dieses wunderbare. Tool. Wir haben irgendwas von ihm gebrochen, ich weiß noch nicht was. Uff! Das ist schon echt. Es ist einfach mega cool in Szene gesetzt. Das möchte ich nicht leugnen, ja.
Hallo, ich kann nicht ausweichen! Was ein Müll. Okay, ich will offensichtlich es nicht schaffen. Ja, doch, dafür, dass wir das Menü neu gemacht haben. Den schaffen wir auch in einer halben Stunde, glaube ich. Da können wir die Quest, glaube ich, sogar annehmen. Das ist ganz gut. Doch, der Kampf gefällt mir. Edelstein! Edelstein! Das allererste, was wir von bekommen, ist auch direkt das seltenste. Da möchte ich nicht nein sagen. Doch, ist ein... schöner und guter Kampf, doch. Also, der hat, glaube ich, durch die geringere Verteidigung, er ist zwar stärker als... so manch anderes Monster, welches wir bereits erlegen durften. Aber das ist auch gut so. Und durch die niedrigere Verteidigung des Teostra im Gegensatz zu der Verteidigung vom Kusala Daura ist das sehr fair. Ja, alles nehmen wir ja, gerne doch. Das nehmen wir auch alles. Ja gut, wir sind halt zweimal in Ohnmacht gefallen, weil wir kannten jetzt seine Angriffsmuster gerade am Ende noch nicht. Aber den kann man lernen. Das glaube ich relativ gut lernen, weil... Achso, das muss ich auch noch... Also relativ gut lernen, weil das ist letzten Endes der Kusala Daura, nur halt mit Feuer. Da müssen wir mal ein bisschen uns einfach dran gewöhnen, dann klappt das schon. Ich glaube, der ist sogar einfacher als der Kusala Daura. Du bist also zurück. Gut, wie ich sehe, ist deine Untersuchung des Drachenältesten erfolgreich verlaufen. Du leistest gute Arbeit da draußen, besser als je jemand, den wir da rausgeschickt haben. Ruh dich erstmal ein bisschen aus, in Ordnung. Du kannst dich später um die restlichen Drachenältesten kümmern. Übrigens, es gibt da etwas, worüber ich mit dir reden möchte. Ich habe es schon mehrmals mit den Gelehrten besprochen. Aber wir können immer noch nicht bestimmen, wie die Drachenältesten so aufgebracht sind. Obwohl wir doch den Nährgiganten erledigt haben. Wir sind uns nur darin einig, dass hier etwas extrem Ungewöhnliches vorgeht. Das bedeutet, dass etwas die Ursache dafür sein muss, selbst wenn wir noch nicht identifiziert haben, was es ist. Was also ist der Grund, warum sammeln sich die Drachenältesten wieder in ihrer Heimat, statt auf dem Kontinent verstreut zu bleiben? Ist dort etwa etwas? Und falls ja, könnte es das sein, wonach mein Freund all die Zeit gesucht hat? Ich weiß nicht, nach was dein Freund all die Zeit gesucht hat. Also, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Woher soll ich wissen, nach was dein Freund gesucht hat? Dankeschön, ja, finde ich auch. Ich finde, das haben wir wirklich gut hinbekommen. Für unseren ersten Fight. Gegen den Teostra. Wildturmöden, das ist zwar klar, dass er auch da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dort auch eine zusätzliche Quest bekommen. Der Schweif ist abtrennbar. Das gefällt mir nicht. Weil wir den dann safe wieder benötigen für die Rüstung. Obwohl das bei dem relativ gut klappen sollte. Ich glaube, meine Hoffnung, dass wir eventuell jetzt schon eine Untersuchung zum Teostra haben, wird sich, glaube ich, begraben. Jo, da ist hier auch schon wieder weg. Aber ich sag mal so, es wäre schön gewesen, wenn es dazu schon eine Untersuchung gegeben
hätte. Ich sehe jetzt Tatsache wirklich keine. Naja, ist okay. Aber wir haben natürlich auch unsere Wunschliste noch nicht zusammengestellt. Aber erstmal kümmern wir uns um dieses Ausrufezeichen-Symbol. Gute Arbeit da draußen. Dankeschön. Ich verneige mich vor deinem Können. Ein Theostra zu besiegen ist kein gewöhnliches Unterfangen für einen Jäger. Du gehörst jetzt zu den Wahrsten und Besten unserer Zunft. Und ich fühle mich geehrt, deine Bekanntschaft machen zu dürfen. Wir Jäger müssen unsere Mitstreiter und Rivalen in Ehren halten. Der Geist der Konkurrenz treibt uns stets dazu, noch heller zu strahlen. Die Beulen in meiner Rüstung erinnern mich an die Vergangenheit, aber ein leuchtender Stern wie du weist mir den Weg in die Zukunft. No. Ich bin ein leuchtender Stern, der die Zukunft weist. Aber das Lob von ihm, dass er auch zu mir aufschaut und dass ich einer der besten Kämpfer der Zunft bin, das nehme ich sehr, sehr gerne an. Oh nein, bitte nicht. Was willst du denn jetzt? Hey, du bist genau die Jägerin, die ich gesucht habe. Ich arbeite an einem Spezialwerkzeug. Ich brauche Hilfe bei den Materialien. Kann ich dich überreden, dich für die Quest Brennender Sand zu melden? Ja, kannst du. Ich habe das Versorgungslager gebeten, mir nach Abschluss der Quest zurück... Ja, alles klar. Ja. Da haben wir auch schon unsere Quest, die wir eben in der ökologischen Forschung gesehen haben. Sicher, bla bla bla. Ja, komm, du sagst sowieso nur Mist. Erstmal gucken wir Palinko-Ausrüstung, ja. Denn, ja, ich könnte mir gut vorstellen, Klaue, Mähne, Rückenpanzer. Hoi! Jetzt habe ich nicht im Kopf, ob das klug ist. Fernelement Explosion. Muss ich mal gucken, ob der gegen Explosion schwach ist. Weil wenn ja, dann kann Julian natürlich sein Outfit hier anbehalten direkt. Sein Theostra Set Alpha. Ausrüstung ändern, ja bitte von ihm. Ja, es tut mir leid, ich habe halt einfach hier keinen Platz mehr, ne? Ich weiß gar nicht, warum man hier nur so wenig Platz hat. Das heißt, wir werden die erste Rüstung überschreiben. Kaiserrüstung auch gut. Warum auch immer ein Kaiser? So, Ausrüstung schmieden, Rüstungen. Dann wollen auch wir uns die Kaiserrüstung holen. Warum auch immer die nicht Theostra heißt. Wofür das hätten wir sogar schon alles. Jäger-Notizen. Ich möchte eben, bevor ich jetzt mich entscheide, was ich tue, muss ich einmal hier gucken. Okay. Ähm.
Ich hab's befürchtet, dass sowas kommt, ey. Hierfür auch echt jetzt. Welche habe ich denn jetzt gerade ausgerüstet? Mit Donnerschaden. Wie stehst du denn zu Donner? Oh, eigentlich gut, das ist nicht so schön. Also ich glaube, dass das heißt, dass der gegen Donner, dass der Donner nicht so mag. Du hast einen Angriff von 252 und eine weiße Schärfe. Dafür hast du halt so geilen Eisschaden, ne? Schwarzstahl-Zwillinge brauche ich. Die möchte ich auch ausrüsten, ja. So, allerdings werden wir jetzt unsere Wunschliste ein bisschen voller machen. Denn wir können inzwischen ein paar mehr Waffen machen auf jeden Fall, ne? Und ich sag mal so, warum sollten wir die nicht alle langsam mal herstellen wollen? Ja, oder? Nee, komm, warte mal, das machen wir noch hier. Ah, ich weiß nicht. Das machen wir. Die nehmen wir runter. Ich brauche einen anderen auf Edelstein. Den können wir vielleicht von der Verschmelzita endlich mal bekommen. Vielleicht hat die auch mal was. Hat die was Sinnvolles für uns? Davon gehe ich eigentlich fast aus. Wie ewig lange wir jetzt einfach hier die ganze Zeit in diesen Menüs rumhängen und irgendwas einstellen, und es tut mir ein bisschen leid, um ehrlich zu sein. Wo das jetzt auf der Wunschliste steht, ist erstmal irrelevant. Und dann werden wir nach dem Hasak direkt kurz einen Prozess machen. Was haben wir hier dran? Ich wollte sagen, hier haben wir natürlich jetzt die Feuerabwehr nicht, ne? Aber die müssten wir jetzt haben. Richtig, jetzt haben wir. Warte mal, ich muss noch einmal gucken. Ja, hi. Es tut mir sehr leid. Ja, wir haben ein Feuerabwehr. Okay, gut. Weil wir müssen irgendwie müssen wir ein bisschen Feuerabwehr brauchen, wa? Sonst sind wir ziemlich am Popo. Okay, was brauchen wir denn von unserer Wunschliste? Laut unserer Wunschliste alles. Die Mähne brauchen wir 7-mal. Da können wir eben jetzt einmal zur Verschmelzita gehen.
Pulver haben wir noch gar nicht bekommen. Das ist wahrscheinlich eine Belohnung. Hornbrechen des Kopfes. Zerlegen des Schweifs. Und bekommt man einfach so. Okay. Auf zum Handelshof. Wollen wir mal gucken. Ja, ich finde es auch, meine Güte, es ist ganz furchtbar hier. Ja, wir können einen Anhänger auf Edelstein. So, damit fehlen uns die Edelsteine schon mal nicht mehr. Und dann ist es gut. Haben wir den nämlich von unserer Wunschliste schon gestrichen. Damit fehlen uns nur noch Sachen vom Theostra und die machen wir ja jetzt. Wo laufe ich hin? Orientierung, wo bist du? Bin ich da? Ja, ich merke das. Ja, das war natürlich auch Quatsch.